Ich finde es ganz spannend, dass man TikTok einfach mal geschäftlich betrachtet und nicht zu neutralen Zwecken oder zu persönlichen Zwecken und umgekehrt. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und heute geht es um TikTok und Content für Bewerber. Und wer da mehr drüber wissen möchte, der sollte unbedingt dranbleiben. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden? Dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit CRM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit CRM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. CRM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen, ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten, ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos. Und bis 3 User ist CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de. Werbung Ende. Hallo Philipp. Hallo, ich grüße dich. Wir sind ja jetzt heute schon beim zweiten Podcast zum zweiten Breakfast. Du hast ja das Thema vorgeschlagen und das finde ich auch mega interessant. TikTok und Content für Bewerber finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wie bist du da drauf gekommen? Oftmals kriegt man von Kunden oder Menschen, die ein Fachkräfteproblem haben, zu hören. Ich sage mal, das Thema, meine Zielgruppe befindet sich doch gar nicht auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok. Also diese klassische Frage, finde ich denn überhaupt dort meine Leute? Und TikTok ist ja irgendwie nicht neu, aber irgendwo doch eher neuer tendenziell gegenüber den anderen im Vergleich zu LinkedIn. Wahnsinnig neu, wenn man es einfach mal so betrachtet. Ich finde es ganz spannend, dass man TikTok einfach mal geschäftlich betrachtet und nicht zu neutralen Zwecken oder zu persönlichen Zwecken und umgekehrt natürlich auch Content einfach mal für Bewerber betrachtet. Und TikTok, Content, Instagram, Facebook, das hängt halt alles sehr nah aneinander. Und deswegen dachte ich gerade aufgrund des Trendes, ist das natürlich ein Trendthema und umgekehrt Content natürlich auch irgendwo wichtig. Und deswegen hatte ich mir gedacht, das wäre doch mal ein richtig geniales Format, weil das doch auch mal sehr interessant ist, einfach mal zu hören, weil die meisten denken, das ist diese Plattform, wo alle rumtanzen. Genau. Ich kann jedem der Zuhörer also wirklich empfehlen, einfach mal sich wirklich anzumelden und einfach mal Erfahrungen zu sammeln. Da kann ich jetzt mal so ein bisschen, ich will mich ja nicht hervortun, aber ich sage jetzt einfach mal meine Erfahrungen. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ich war ein großer Instagram-Fan. Also muss man wirklich sagen, ich war sehr aktiv auf Instagram und so weiter. Habe eine Zeit lang jeden Tag was gepostet und so weiter. Also wirklich auch mit mehreren Accounts und ist bei mir so ein bisschen abgeflacht. Und dann habe ich TikTok entdeckt. Also ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Ich bin jetzt von los, aber TikTok hat schon Suchtverhalten. Und das ist ja das, wir sprechen ja über Business. Das ist das, was wir hier ja heute beleuchten. Und wenn man sich das zu Gemüte führt und ich sage jetzt mal vielleicht auch das ein oder andere Hobby, da sieht irgendwelche Leute, die auch das Hobby, was man hat, mit einem teilen und dann guckt man das an und Leute, das wird immer besser.
Das wird immer besser. Du guckst dir eine Story an und dann denkst du, ah ja, jetzt hörst du auf und dann guckst du auf die Uhr und das ist eine halbe Stunde rum. Das ist unglaublich. Das zieht einen so in den Bildschirm herein. Der Algorithmus ist brutal. Also ist für mich jetzt, was ich so erlebt habe, ist es der brutalste Algorithmus, weil es passt immer genauer und dadurch wird die Verweildauer auch immer länger. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Das ist der absolute Schlüssel, um auch dann an die Menschen ranzukommen. Ja, also bei TikTok, um da vielleicht einmal einzudocken, das ist ganz spannend. Du sagtest ja Suchtverhalten und dass es dich in den Bildschirm reinzieht. Ich brauche mal ein ganz spannendes Beispiel, weil ich bin ja der einarmige Bandit. Das ist ja wie so ein Spielautomat, ne? Im TikTok ist ähnlich wie ein Glücksspiel, weil du bist ja auf einen Tick, wir nennen das jetzt einfach mal Tick, obwohl es nicht so tief heißt. Du bist ja auf ein Video, wo die Leute irgendwas machen, wo du irgendwas siehst und du weißt nicht, was dich als nächstes erwartet. Das ist wie so eine Walze, die irgendwie einen Schritt weitergeht und du dann siehst, ah, Moment, was erwartet mich? Das ist so ein Dopamin Kick. Das braucht, wenn du es jetzt mal so betrachtest, du weißt nicht, was passiert, du möchtest es aber wissen. Das löst Suchtverhalten aus, wie beim Glücksspiel. Du drückst drauf und hoffst, dass du einen Gewinn erzielst und genau ist das Verhalten dort halt auch, weil du hast dieses Handy, du siehst etwas, was dich interessiert aufgrund des Algorithmus und nächstes Video, was erwartet mich? For you, weil es ist ja auch For You-Page da bei TikTok. Das heißt, was erwartet mich eigentlich? Ich will es unbedingt wissen. Das sind diese Dopamin-Kicks, die Rhythmus bei dir dann ausgelöst hat, wodurch du gar nicht mehr auf die Uhr guckst, weil das suchrelevant alles für dich ist und selbst wenn nicht, einmal swipe und du siehst wieder was, was dich interessiert. Das ist brutal, wenn man das mal psychologisch betrachtet, was sie da eigentlich fabriziert haben. Das ist vergleichbar mit eigentlich ein Glücksspielautomat. Du wirfst irgendwas rein, das ist deine Fingersnippen und guckst, was erwartet dich. Und das ist so verhalten, das ist krass. Es ist wirklich brutal, was da passiert. Das ist so die Seite des Glücksspiels, die natürlich dafür sorgt, dass du im Bildschirm gezogen wirst. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Die Zuhörer wissen ja, dass ich auch noch unterrichte an mehreren Hochschulen und ich erinnere mich noch, ja, eigentlich kann man sagen, generell, ja, da kam einmal die Aussage und die hat sich jedes Mal wieder bestätigt. Also von den Studenten, dass Studenten mir gesagt haben, sie haben sich abgemeldet, weil sie sonst ihr Studium nicht schaffen würden. Das ist schon eine harte Aussage, ja, wenn man sich das überlegt, weil sie einfach, sie sagen, sie verbringen viel zu viel Zeit da drin, dann dieses Abschalten fällt schwer und deswegen haben sie sich direkt abgemeldet. Also jetzt für das Studium sind sie nicht mehr bei TikTok. Also das fände ich schon absolut erstaunlich. Was wir auch schon mal hatten, wenn wir jetzt mal vielleicht ein bisschen tiefer, also in dein Fachthema einsteigen, ist das Thema Content. Da erinnere ich mich auch nochmal an ein Digital Breakfast mit der Sandra Sundermann von Zoo Plus. Die haben eine Kampagne vorgestellt und da hat sie ganz, ganz deutlich gesagt, vergesst es, den Content von anderen Plattformen bei TikTok auch auszuspielen. Ihr werdet nicht den Erfolg haben. Wie siehst denn du das? Also wenn wir jetzt mal in die Richtung Content gehen. Also, wir müssen differenzieren. Ist es organischer Content oder ist es bezahltes Marketing? Organisch. Okay. Da war es jetzt organisch, ja. Super, dann haben wir organischen Content. Also, grundsätzlich ist die Frage, was ist das Ziel der Kampagne? Ich sag mal, wenn wir jetzt mal den Bereich Mitarbeiter wählen, ich möchte Mitarbeiter gewinnen oder ich möchte meine Produkte verkaufen. Es gibt ja zwei Bereiche, die wir abdecken. Ist es letztendlich so, dass TikTok der Content auf anderen Plattformen schon irgendwo funktionieren kann, aber nicht muss, weil TikTok ist tendenziell eher eine Plattform, wo man in den ersten Sekunden die Leute wirklich catchen muss. Das ist ja bei meisten Content-Varianten, wenn ich jetzt ein Live-Video mache, wenn ich reingehe, ja nicht unbedingt zwingend der Fall. Das heißt, TikTok ist noch schnelllebiger und man muss mehr beachten. Das bedeutet, man kann den Content produzieren, man muss es aber wesentlich kürzer machen, wesentlich doll verbinden mit was Catching am Anfang, damit die Leute auch zuhören. Man muss seine Dauer immer weiter nach vorne brüchen, damit die Watchtime länger wird. Das heißt, man hat einen anderen Ansatz des Contents. Ich würde aber widersprechen und würde sagen, es heißt nicht, dass es nicht auch funktionieren könnte. Es ist aber die Frage, wie ich es aufbaue. Beispiel, der TikTok-Algorithmus funktioniert sehr einfach. Organisch wird es den ersten 100 Leuten ausgespielt. Die ersten 100 Leute, davon müssen sich prozentual, die prozentuale Anzahl kenne ich natürlich nicht explizit, müssen sich zum Beispiel so und so viele Leute dafür interessieren. Ne, die müssen Insights geben, die müssen liken, die müssen Engagement zeigen. Dann wird das den nächsten 1.000 Leuten ausgespielt. Nach den nächsten 1.000 Leuten folgen die nächsten 10.000 Leute, 100.000 Leute, 500.000 Leute und Millionen. Das heißt, immer prozentual müssen gewissen KPIs erfüllt werden. Das heißt, egal ob du Follower hast oder nicht, das Spannende dahinter ist, du kannst mit 100 Followern genauso eine Reichweite erzielen wie mit 1 Million Follower, nur dass du diesen Boost am Anfang natürlich durch deine Follower schon mal eine Watchtime hast. Letztlich also ist die Frage, wie ist die Ausgangssituation? Ich würde aber nicht behaupten, dass der Content nicht auch funktionieren kann, weil die Frage ist, was für ein Content mache ich auf anderen Plattformen?
Übergeordnete Frage. Mache ich einen sehr lockeren Content mit Selfie-Videos, wo ich was erzähle? Kann es bei TikTok durchaus funktionieren. Mache ich einen Content im Sinne von so einem klassischen Marketing? Bezweifle ich auch, dass es funktioniert. Also die Ausgangssituation kenne ich halt nicht so explizit. Das ist nur die Erfahrung, die es immer wieder zeigt. Man muss halt gewisse Parameter beachten. Die Watchtime ist interessant, ist nicht auflösen. Man muss sehr viel nach hinten ziehen, um möglichst viele Views zu bekommen. Und es muss sehr relevant sein, das Thema. Also sie sind halt den Weg gegangen und haben dann tatsächlich auch TikTok-Content-Creator beauftragt, weil sie gesagt haben, die kennen das halt und so weiter. Das kam halt raus, dass sie das wirklich speziell für TikTok gemacht haben. Sie hat dann auch Vergleiche angestellt, das fand ich auch ganz, ganz spannend. Ich glaube, das ist generell ein Trend. Jetzt weichen wir vielleicht das Thema auf, aber dann kommen wir gleich wieder zurück. Das generelle Thema, du brauchst heute, meiner Meinung nach, du brauchst für jeden Kanal einen Spezialisten. Punkt. Sonst brauchst du gar nicht anfangen, sonst machst du es ein bisschen und nicht richtig und es belastet, aber der Erfolg ist nicht da. Also das mal so als kleiner Seitenhieb. Und wie ist jetzt dein Zusammenhang Content für Bewerber? Eigentlich genial. Wir müssen uns vorstellen, wir haben ja diverse Plattformen, die wir bedienen. Instagram, TikTok, LinkedIn und Xing klammern wir mal ein bisschen ein, weil das ist ja immer mehr zu LinkedIn rübergewechselt. So, und jetzt passiert auch was Spannendes. Ich vergleiche die Plattform immer. Wir haben LinkedIn. LinkedIn ist sehr orientiert gegenüber Entscheidern. Man kann dort Geschäfte machen. Es ist ein sehr berufliches Netzwerk. Dafür ist LinkedIn ja prädestiniert. Dann haben wir Facebook. Das ist die alte Leute-Plattform von Instagram. Da sind noch die Senioren eher zu finden. Bei Instagram die Junioren. Das sind so die Plattformen. Also tendenziell wird eher Instagram operiert. Und dann haben wir TikTok. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, diese Plattform kann man wunderbar miteinander kombinieren, weil TikTok im Vergleich zu LinkedIn 30 mal günstiger ist von den Klickpreisen. Und das bedeutet, ich kann im Marketing erstens organisch wachsen und ich kann richtig genial mit sehr wenig Geldeinsatz eine sehr große Reichweite erzielen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben eingesetzt 100 Euro und haben damit generiert 12.000 Views. Das ist brutal. Mit 100 Euro bei LinkedIn erreichst du vielleicht 500 Views. Also das ist ein Vielfaches dessen. Das ist fast, wie du merkst, du hast 25 bis 30-fache. Und das heißt, wenn du TikTok integrierst für Bewerber, kannst du halt wunderbar den Alltag zeigen. Mitarbeiterstimmen einholen. Du kannst die Generation oder die New Generation, die Young Talents wunderbar mit anziehen, damit du halt ein sehr aufgelockertes Klima hast. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du ein Industrieunternehmen bist, wo alle denken, du bist total eingestaubt, kannst du durch TikTok dieses Vorurteil super geil lösen? Du einfach zeigst, wir sind eingestaubt, aber schau mal, hier läuft gerade der Martin mit einem Staubsauger rum und arbeitet wieder an seinen Maschinen. Du hast komplett diesen Vorwand, wie im Verkauf, als komplett lösen können. Das heißt, TikTok-Content ist dafür da, um einem Bewerber Einblick ins Unternehmen zu geben, mit wenig Geldeinsatz eine gewisse Bekanntheit zu erzielen und dafür zu sorgen, dass man immer in jeder Munde ist, ey, guck mal, die sind ja cool drauf. Oh ja, das ist ja genial, was die da machen. Das ist für diese Mundpropaganda ideal. Achtung, die Conversion, also die Leute, die sich eintragen von der Qualität her, ist geringer. Deswegen sollte man das auch momentan nur zuzüglich Facebook und Instagram bedienen, dass die Leute von TikTok auf Facebook und Instagram kommen und wir da durch die Algorithmen wieder die Bewerbung einsammeln. Und dafür ist TikTok-Content halt genial, weil es sehr locker ist, sehr oft, sehr doll zieht. Lass uns einmal über die Journey reden. Eure Idee ist, die dann wirklich zu Insta und zu Facebook umzuleiten oder möglicherweise sofort auf die Webseite? Es kommt drauf an. Also, die Frage ist, was definiert man als Ziel? Möchte man Bekanntheit erlangen, also Brand Awareness, oder möchte man eine Bewerbung kassieren? Wenn ich eine Bewerbung kassieren möchte, leite ich sie entweder auf ein internes Formular oder ich leite sie weiter auf eine stellenspezifische Landingpage. Ganz klar, schnelllebiger Prozess, kurze Klickverfahren, kurze, schnelle Bewerbung einsammeln. Wenn ich aber spezialisiertere Leute suche, dann will ich sie doch möglichst in allen Plattformen wie bei Google dieses Ich verfolge die Leute überall reinholen. Heißt, ich verweise die Leute auf die Karriereseite und auf Instagram, sodass sie sich aussuchen können, wohin sie gehen. Und dann in die nächste Plattform, damit sie nicht nur bei TikTok dauerhaft mein Gesicht sehen, sondern auch bei Facebook und Instagram und diese Omnipräsenz sich aufbaut. Kennst du dieses Szenario von, ey, die sind ja überall. Wie groß sind die eigentlich? Wie bekannt sind die eigentlich? Und das schaffst du nicht nur durch TikTok, sondern dadurch solltest du mehrere Medien wählen. Das heißt, die Frage ist, was möchte ich? In der Phase von, ich möchte Bewerbung bekommen, Journey, klassische Landingpage, um die Leute abzuholen. Wenn wir aber eine Brand Awareness aufbauen wollen und nachhaltig konstant Bewerbung bekommen wollen, dann ganz klassisch TikTok, verweisen auf andere Plattformen oder sie auf eine Karriereseite schicken, wo ganz klar Instagram mit drin ist, damit wir sie auch da wieder digital einsammeln.
Na gut, da geht es ja um möglichst viele Brand-Touchpoints, dass du immer wieder in die Wahrnehmung kommst und dann baut sich ja über die Zeit dann Vertrauen auf und aus Bekanntheitsgrad wird Bevorzugungsgrad, dass ich dann wirklich auch mal meins Grübeln komme, sagen wir mal so, ne? Mentale Verfügbarkeit. Wenn du irgendwann immer was siehst, ich gebe dir ein Beispiel, Cola und Sinalco stehen neben dir. Welche Dose hast du vor dir? Cola. Warum? Weil du sie überall siehst. Du hast diese mentale Verfügbarkeit zu, da gibt es doch was, das kenne ich. Das wollen wir auch auslösen. Und jetzt stell dir vor, der Game Changer ist, du schaffst es, Buswerbung zu platzieren, was überhaupt nicht mehr zeitmodern ist. Aber die Leute gehen dadurch irgendwie auf irgendeinen Channel. Wir haben sie also von offline zu online bekommen. Die sehen dich dauerhaft bei TikTok, wenn sie in ihrer Freizeit da rum sind. Dann gehen sie auf Instagram, sehen dich wieder. Vielleicht nochmal auf Facebook, weil irgendwie noch ein alter Beitrag da ist, sehen dich wieder und dann googeln sie etwas und sehen dich noch auf YouTube oder Google. Wenn du das alles kombinierst, glaub mir, dann hast du nicht nur sau viele Bewerbungen, sondern du hast auch sau viel, wie die Leute über dich sprechen. Weil du bist ja in jeder Munde, auf jeder Plattform vertreten und du kennst dieses Unternehmen, wie als wäre es deine Familie. Und das ist doch das übergeordnete Ziel, dass die Leute, wie du sagst, immer mehr Vertrauen aufbauen. Und dadurch verwendet man auf unterschiedlichen Medien unterschiedlichen Content. Einmal die Bewerberseite, TikTok super geeignet für, was machen unsere Leute im Unternehmen? Instagram geeignet für, wie sieht das Unternehmen auf? Weil da auch Kunden rumschwören und vor allem, was bieten wir als Unternehmen? Google, YouTube dafür geeignet, um die Leute dann nochmal reinzuholen. Weil einfach mal zwischendurch, na, bist auch gerade vom Bildschirm, ist ja passend. Wir suchen Leute, die vom Bildschirm Daten analysieren. Werde Datenanalyst. Du merkst, das kann man alles miteinander kombinieren, ne? Aber dann sind wir ja schon bei einem Social-Media-Setting. Du sagst, okay, das TikTok ist die Einstiegsdroge, weil auch, ich sag jetzt mal, Cost per Mile relativ günstig. Und das nehme ich halt, um Traffic-Reichweite aufzubauen. Also jeder Kanal hat so seine Aufgabe, die er erfüllt. Genau. Und das ist ganz klar bei TikTok, klar die Reichweite, weil wir sie auch organisch mit 0 Euro aufbauen können. Aber auch wiederum wird TikTok jetzt einen Punkt einführen. Das ist For You oder in deiner Nähe. Das ist ein bisschen umstritten, aber wenn du in deiner Nähe hast, stell dir vor, du gehst auf TikTok und hast die For You-Page und in deiner Nähe und du klickst auf in deine Nähe. Dann wirst du ja, wenn du zum Beispiel ländlich liegst, ja gar nicht so viele Unternehmen haben, die TikTok A bedienen, das heißt ein Blue Ocean. Und in deiner Nähe siehst du gern genau nur, was da abgeht. Und das wollen wir Leute ja. Wir wollen ja wissen, was geht in unserer Nachbarschaft ab, was passiert hier eigentlich. Das heißt, du kannst halt darüber super viel nicht Reichweite erzielen, weil in deiner Nähe ist ja nur eine begrenzte Zielgruppe. Aber du kannst darüber halt die Leute in deiner Region diesen Touchpoint geben. Warte mal, die sind in meiner Nähe, das will ich mir doch mal näher anschauen. Dann ist es doch naheliegend, dass sie auf Instagram gehen und sich über dich informieren. Weißt du Näheres über das For You, wann sie das bringen wollen? For You ist ja schon da, aber die wollen das in deiner Nähe oder sind sie gerade dabei, dass wirklich du beispielsweise guckst und siehst dann auf einmal den Eismann in deiner Nähe und siehst die Schlange und weißt, ah, da möchte ich jetzt hin, ich wollte mir eh schon Eis holen. Auch da wieder mentale Verfügbarkeit. Wann das kommen soll, ich bin mir gar nicht so sicher. Da würde ich jetzt eine Spekulation antreten. Ich habe nur zuletzt noch gelesen, dass es jetzt bald kommen soll, weil das so eine Funktion ist, die unglaublich gefragt sein würde. Gerade für kleine Unternehmen wunderbar. Wahnsinn. Ja, absolut. Also denke ich auch, vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, wenn man da auch dann, ich sag jetzt mal, das Targeting drauf auslegen kann, ja, wenn man wirklich dann Ads macht, ähnlich wie bei Google oder so oder bei Facebook auch, dass man sagt, okay, für mich sind die im Umkreis 50 Kilometer interessant, zum Beispiel für Ausbildungsplätze oder Aushilfen oder so, dass ich dann weniger Streuverluste habe. Das heißt, dann relativiert sich ja mein 1000er Kontaktpreis oder mein Preis per Mile ja dann nochmal. Und jetzt dreh es weiter. Jetzt kannst du die Frequenz beeinflussen. Das heißt, du hast ja einmal Cost per Mile, wie du sagst, also die Impression, du hast die Reichweite, du hast die Leute. Aber jetzt stell dir doch mal vor, umso kleiner du in die Zielgruppe reingehst, umso weniger du tendenziell ansprichst, aber gezielter, umso besser und umso höher kannst du doch die Frequenz schalten. Das heißt, wir haben bei unseren Werbeanzeigen bei Instagram, kleiner Lifehack, eine Frequenz von 8,5. Instagram bist, siehst du 8,5 mal mein Gesicht mit, hey, wir suchen dich. Boah, ich habe den ja überall schon mal gesehen. Ich sehe den ja dauerhaft. Meine Freunde schicken mir Bilder jedes Mal von unseren Werbeanzeigen. Sag mal, kannst du mal aufhören, hier dich zwischen meinen Freunden zu platzieren? Ich arbeite nicht für dich, ich bin dein Kumpel. Ich so, ja, alles gut, das ist unser Gezept. Weil, stell dir vor, du hast 30 mal günstigere Klickpreise als bei LinkedIn. Du hast wesentlich kleinere Zielgruppen und kannst die Frequenz noch höher schrauben. Jetzt stell dir vor, du siehst 15 mal am Tag ein Gesicht. Dann hast du zwei Sachen. Entweder diese Person geht dir auf die Nerven, dann klickst du es halt weg. Oder die Person, du siehst dieses, wow, warum sehe ich den überall? Das ist dieses Cristiano-Ronaldo-Prinzip. Den sieht man auch irgendwie überall, weil der nicht nur im Fernsehen ist, sondern auf YouTube, auf Instagram. Und wir haben so ein totales, ey, der muss irgendwas können. Obwohl er vielleicht auch was kann. Aber stell dir vor, er könnte nichts, du würdest es trotzdem denken.
Und das kann man bei TikTok natürlich noch stärker polarisieren, weil da ist der Content natürlich nochmal anders. Und stell dir vor, du siehst 7-mal einen Mitarbeiter, dann weißt du doch, wow, ey, die binden ihre Mitarbeiter total toll ein. Cool, er spielt doch bei dir. Also du merkst, da kann man echt viel mit spielen, wenn man das richtig strategiemäßig aufbaut. Habe ich vielleicht noch eine naive Frage? Ich kenne das jetzt halt nur von Facebook. Also wenn man dann so Audience und so macht, also kann man da auch so eine Art Funnel machen? Also die, die dann das Video länger angeschaut haben, als das und das, kriegen dann die nächste Stufe. Kennst du von Facebook? Gibt es sowas bei TikTok auch? Du hast bei TikTok sogar die Möglichkeit einzustellen, dass Leute, die sich zum Beispiel Computervideos angucken, dass die diese Werbung vorgeschlagen bekommen. Also die Audienzen gehen in Richtung von welche Videos du dir zum Beispiel anguckst. Ja, genau. Nee, ich meine jetzt auch die eigenen. Also wenn die jetzt angeschaut wurden oder eine Aktion passiert ist, die haben es geliked, haben es kommentiert oder so, dass man die dann nochmal ganz speziell auf die, wie sagt man, Customer Behavior, das, was er jetzt gerade macht, das Engagement, dass man da nochmal drauf geht. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, die ich aktuell gar nicht beantworten könnte, weil da natürlich der Marketing-Team hinterklebt. Du kannst auf jeden Fall also broad reingehen. Broad bedeutet natürlich erstmal jeden in der Region erreichen. Das ist ja erstmal halbwegs interessant. Dann kannst du aber natürlich logischerweise auch automatisches Targeting machen, dass die dir raussuchen, welche Leute interessant sind, ne? Und dann kannst du die Region einstellen, das Alter und kannst auch Audienzen machen. Custom Audience und Lookalike Audience, das kannst du tatsächlich auch machen. Du musst aber entsprechend viele Daten schon gesammelt haben. Also es funktioniert nach Interessen, nach Video-Interaktion, das auch nach Hashtag-Interaktion. Das heißt, es funktioniert, aber es ist natürlich noch nicht so ausgereift wie bei Instagram. Gut, aber wie gesagt, der Preis relativiert ja was. Ja, da kann ich ja ruhig auch ein bisschen Schwund, sage ich jetzt mal, in Kauf nehmen. Also 30-fache zu LinkedIn, das ist ein Argument. Und das ist das, was ich auch immer wieder sage, Leute, ihr müsst ständig die Instrumente checken. Vielleicht gibt es was Besseres. Also vielleicht habt ihr einfach jetzt Instrumente oder vielleicht gibt es Instrumente, wo ihr einfach einen höheren Outcome habt, als das, was er jetzt macht. Und das ist mit TikTok halt eindeutig so der Fall. Ganz klar, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, Lifestyle einzustellen. Das heißt, du sprichst nur Leute an, die sich für Essen und Trinken interessieren. Das kannst du wunderbar verwenden, wenn du Koch suchst, weil der interessiert sich logischerweise für Essen und Trinken. Sowas von naheliegend, auch wenn er in seiner Freizeit vielleicht nicht kocht. Aber das ist sehr, sehr spannend und vielleicht dazu nochmal der letzte Hieb. Der Algorithmus bei TikTok ist krank. Sagt, begründe ich dir auch. Bei TikTok ist es so, meine Freundin ist ein prädestiniertes Beispiel. Die geht jetzt seit einem halben Jahr oder Jahr zum Sport. Die kriegt nur noch Fitnesssachen angezeigt. Warum? Bin ich gerade wirklich dafür sehr interessiert. Ich bin stolz drauf, ich finde es toll. Jetzt drehen wir den Spieß aber mal um. Stell dir vor, du bist depressiv. TikTok funktioniert so, dass sie sagen, warte mal, wir müssen den User noch mehr depressiven Zeug ausspielen, weil dieser User dann in der Plattform länger bleibt. Jetzt stell dir vor, du bist nur eine halbe Stunde in der Plattform oder du bist eine Stunde in der Plattform. Unternehmen investieren ja Geld, damit Werbung gezeigt wird. Bei einer halben Stunde siehst du Summe X an Werbung. Bei einer Stunde siehst du aber das Doppelte an Werbung, logischerweise. Das heißt, der Algorithmus ist so krank eingestellt, dass so viel Geld investiert werden sollte, damit das noch mehr Menschen sehen und du so lange eine Plattform klebst, dass du am liebsten den ganzen Tag drin bist. Deswegen ist der Grund, statistisch gesehen, dass jeder User 8-mal am Tag TikTok öffnet, sowas von krass fürs Marketing, was man so geil einsetzen kann. Wenn du das mal betrachtest, das ist doch brutal. Und vor allem mit 0 Euro kannst du auch da schon Leute generieren. Mit 0 Euro, sowas gibt es nicht mehr. Wie sagt sie damals? Die Leute haben gesagt, ja, und hätten sie früh eingestiegen irgendwo bei irgendeiner Marke, dann hätten sie jetzt den Vielfachen an Reinvest raus. Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir hören, sehen uns live am 3. März. Da wirst du sicherlich auch ein paar Beispiele und so weiter mitbringen. Ich freue mich drauf. Schön, dass du da warst. Bleib gesund und munter. Bis bald. Tschüss. Ciao, lieber Thomas. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden, dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit Zoho CRM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit Zoho CRM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. Zoho CRM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen, ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und
das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten, ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos. Und bis 3 User ist Zoho CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de. Werbung Ende.